Manche nennen es Cross-Innovation oder Co-Creation, weil interdisziplinäre Kooperation doch etwas sperrig klingt. Für uns Kreative geht es einfach nur darum, die Projekte und Geschäftsideen unserer Auftraggeber zum Fliegen zu bringen. Wir von Sunfile sind ein weltweit führender Anbieter von Elektrolysensystemen mit der Vision, eine Welt ohne fossile Brennstoffe zu ermöglichen. Mit unseren Anlagen erzeugen wir erneuerbaren Wasserstoff und nachhaltige Kraftstoffe, die in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden können. Gemeinsam mit der Kreativwirtschaft, mit den Firmen Intolight und Neongrau, haben wir dafür einen Demonstrator entwickelt, um dieses sehr komplexe Thema leicht verständlich darzustellen. So verändern wir gemeinsam heute die Welt, in der wir morgen leben. Das Traditionsunternehmen Ottobock hat über 100 Jahre Erfahrung in der Herstellung von biomechanischen und orthopädischen Produkten. Vor 3 Jahren hat die Firma entschieden, eine Abteilung Ottobock Industries zu gründen. Diese Abteilung beschäftigt sich mit der Entwicklung von körpergetragenen Unterstützungssystemen, sogenannten Exoskeletten. Von Anfang an darf ich die Entwicklung als Designerin begleiten. So konnten wir in kürzester Zeit für diese neue Anwendungsfeld und Nutzergruppe neue Produkte, neue Exoskelette entwickeln, die mittlerweile auch mit dem Sächsischen Staatspreis und auch mit dem IF Design Award ausgezeichnet wurden. Wir in der gläsernen Manufaktur haben es uns natürlich zum Ziel gemacht, unsere Besucher und Kunden immer wieder aufs Neue zu begeistern und mit Wow-Effekten zu überraschen. Bei der Umsetzung dieser Aktivitäten setzen wir ganz auf die lokale Kultur- und Kreativbranche. Ein besonders gutes Beispiel für die Zusammenarbeit ist die neue Fahrzeugauslieferung im Salon. Bei der Inszenierung ist es uns nicht nur gelungen, das neue Branddesign der Marke zu zeigen, sondern unseren Kunden ein ganz besonders emotionales Erlebnis zu verschaffen. Die Fribo AG ist ein mittelständisches Unternehmen mit etwas mehr als 2.500 Mitarbeitern weltweit und wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Stromversorgungslösungen und Antriebssystemen für die Elektromobilität. Auf der Suche nach einem neuen Standort für unsere Vorentwicklung sind wir hier inmitten der Kultur- und Kreativwirtschaft im Kraftwerk Mitte in Dresden fündig geworden. Um so komplexe Produkte wie Motorsteuerungen und Batteriepakete und Ladegeräte zu entwickeln, brauchen wir sehr gut ausgebildete Ingenieure. Allerdings brauchen wir auch genauso gut die Kreativwirtschaft, um uns zu helfen, die Produkte nicht nur funktional optimal zu entwickeln, sondern auch dafür zu sorgen, dass die sich gut anfühlen und schön ausschauen. Dresden ist ein europäischer führender Forschungs- und Entwicklungsstandort. Wir sind ein Zentrum aus Exzellenzuniversität, Fraunhofer, Helmholtz und Leibniz-Instituten, die ganz bewusst neue Ideen heraustransportieren und dort zu neuen Produkten und Dienstleistungen überführen. Und ein ganz wesentlicher Klebstoff für genau diese Produktentwicklungen sind die Kreativen. Auch Interesse an Cross-Innovation? Wir verstehen deine Idee. Wir beflügeln dein Geschäft. Wir gestalten Dresden.